Auf geht's zur vorletzten Land- und Leckerrunde. Bald geht die kulinarische Herbstreise durch den Westen zu Ende. Und eine der Landfrauen wird den Titel nach Hause holen. Wer hat das beste Landmenü gekocht? Theresa Leiders? Sie wird beim Finale antreten und kommt vom Niederrhein. Oder ist es Katharina Steineshoff aus Mülheim an der Ruhr? Rita Mehrmeier aus dem Kreis Paderborn liegt bisher an der Spitze. Veronika Lategan hat die Frauen auf ihrem Milchhof bei Unna empfangen. Claudia Keil servierte in Reken lecker Rindfleisch. Wir freuen uns wieder alle, hier im Bus unterwegs zu sein. Vor allem jetzt zu Britta, was ja unser großes Mysterium ist, die ganze Zeit schon. Also ich bin echt gespannt auf den heutigen weiteren Tag. Die Frauen lernen interessante Höfe kennen und verwöhnen sich mit dem Besten, was die Landküche hergibt. Heute geht es ins Sauerland. Zwischen Drolshagen und Olpe, nicht weit vom Biggesee, liegt der Birkenhof. Hier leben ganz besondere Vierbeiner, Islandpferde. Und die heutige Gastgeberin, Britta Hassel. Sie führt den Hof gemeinsam mit ihrer Familie. Okay, und dann alle wieder zurück. Dazu kommen noch ein paar andere Tiere. Schon in ihrer Kindheit hat Britta hier auf dem Hof reiten gelernt. Viele Mädchen haben ja sicher so den Traum, mal einen Pferdehof zu haben oder Reitlehrerin zu sein. Und ich wollte eigentlich immer Tiermedizin studieren und hatte aber wahrscheinlich, weil ich so viel Zeit auf dem Pferd verbracht habe, jetzt mein Abischnitt war jetzt nicht so toll, dass ich sofort anfangen konnte mit dem Studium. Und und dann habe ich einfach weiter mit den Pferden gemacht und habe dann meine Ausbildung als Reitlehrerin und Pferdewirtin und Sportrichterin gemacht. Ja, und glaube, ich habe mit den schönsten Beruf, den man sich vorstellen kann. Und also habe ich noch nie bereut und würde ich auch jederzeit wieder so machen. Britta hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Sie arbeitet als Reiterin, Sportrichterin und Trainerin. Erst vor kurzem hat sie die französische Nationalmannschaft der Islandpferdereiter betreut. Wir sitzen ja viel berufsmäßig auf dem Pferd, aber trotzdem ist sowas hier natürlich für Pferd und Reiter einfach totale Abwechslung. Also der hat hier richtig Spaß und für mich ist es natürlich auch richtig cool, einfach mal Seele baumeln lassen. Ich komme gebürtig aus Olpe, habe also meine ganze Kindheit und Jugend, also mein ganzes Leben eigentlich im Sauerland schon verbracht. Und es ist halt einfach wirklich wunderschöne Natur und auch so ein bisschen rau. Das mag ich eben auch ganz gerne und ich möchte auf jeden Fall auch noch lange hier bleiben. Bei uns gibt es so ein geflügeltes Wort und das ist der isländische Ausritt. Also wenn einer von uns mal schlechte Laune hat oder irgendwie einen schlechten Tag hat, dann sagt der andere, Mensch, es wird Zeit, dass wir noch mal isländisch reiten gehen. Und das ist dann ein Ausritt, bei dem es verboten ist, im Schritt zu reiten. Und dann hat man gleich wieder gute Laune, wenn man im schnellen Tempo tölt durch den Wald geritten ist, dann geht es einem meistens gleich wieder viel besser. Ich reite schon seit meiner Kindheit, aber da immer auf anderen Pferderassen, also auf Pfafflingern und Reitponys und so. Und ich habe eigentlich die Islandpferde erst zusammen mit dem Willibert kennengelernt und bin in beide verliebt, immer noch. Britta und ihr Mann Willibert müssen die Stuten einfangen, da sie später noch vom Tierarzt untersucht werden. Das Paar teilt die Leidenschaft für die Vierbeiner. Willibert hat sein erstes Islandpferd bereits mit 14 Jahren gekauft. Heute ist er ein erfolgreicher Züchter. Ich mache das ja schon seit 45 Jahren und viele Pferde, die wir hier haben, da ist schon zweite, dritte, vierte Generation in meiner Hand, die ich früher selber geritten habe. Und dann hat man da, glaube ich, schon eine ganz andere Bindung, als wie man sich irgendein tolles Pferd kauft. Ich glaube, es ist was ganz anderes. Früher war der Birkenhof ein herkömmlicher Pferdebetrieb mit verschiedenen Rassen.
Vor 20 Jahren hat Willibert ihn übernommen und daraus einen Hof für Islandpferde gemacht. So, Milchmahlzeit für die kleinsten Gäste. Außer Islandpferden halten die Hassels unter anderem Rinder. Die werden später geschlachtet und versorgen die Familie mit Rindfleisch. Ja, das sind unsere Kälbchen. Das ist so ein bisschen unser Hobby. Und wir legen ja auch immer selber viel Wert darauf, dass wir einfach vernünftige, gesunde Lebensmittel haben. Und ja, diese drei Kollegen gehören halt eben auch dazu. Gesunde Lebensmittel und artgerechte Haltung liegen der Familie Hassel sehr am Herzen. Das gilt auch für die eigenen Hühner, Gänse und Enten. So, hallo die Damen. Naja, ich muss hier einmal stören. Die Eier brauchen wir für unser Menü, die brauchen wir für die selbstgemachten Spätzle. Und da muss ich halt gleich schon mal mit anfangen, deswegen habe ich die jetzt schon mal alle eingesammelt. Als Vorspeise gibt es einen Krevetten-Avocado-Salat, den wir in einer halben Avocadoschale servieren. Als Hauptgericht gibt es Hirschragout mit selbstgemachten Spätzle. Und zum Nachtisch, also als Dessert, gibt es Cantuccini, geschichtet mit Joghurt und frischen Früchten. Ich freue mich total, dass es jetzt endlich losgeht und dass ich endlich auch den anderen zeigen kann, was wir für einen Hof haben, weil das wissen sie ja immer noch nicht. Und da gab es schon die wildesten Spekulationen. Also ich bin jetzt auch total froh, dass ich dann auch endlich mal was erzählen kann, was wir hier so jeden Tag machen. So, ich habe hier nämlich eine ganz große Tüte voll mit original isländischen Süßigkeiten. Ja. Und ich habe gedacht, passt ja gut zum Islandpferdehof, wenn die isländische Süßigkeiten als Präsente bekommen. Haben wir eine Tüte übrig? Britas Küchenhilfe ist Maxi, die Freundin von Willibert Sohn Jonas. Und hängt dann gleichzeitig hier vorne das Schlüsselanhänger als... Wir arbeiten sehr gern zusammen, würde ich mal so sagen. Also Britta und ich sind eigentlich eher Freundinnen als Schwiegertochter und Schwiegermama. Und ich freue mich immer, wenn wir irgendwas zusammen machen. Und ich bin total froh, dass die Maxi mir hier hilft. Weil ja, erstens macht es riesen Spaß und die ist auch einfach eine Riesenunterstützung in der Küche. Lakritz und Karamell im Schokoladenmantel. Typisch isländisch. Die haben wir extra für Land und Lecker vom letzten Island-Trip mitgebracht. Ich glaube, für Island gibt es nur zwei Varianten. Entweder man findet es einfach traumhaft oder man kann damit überhaupt nichts anfangen. Und ja, wir lieben dieses Land einfach natürlich wegen der Pferde. Das ist natürlich mal so der erste Anlaufpunkt. Aber ansonsten ist es einfach unheimlich rau da und die Natur ist ja einfach unbeschreiblich schön. Und die sind einfach ganz locker. Also Bekannte von uns, die stellen uns immer ihr ganzes Haus zur Verfügung, geben uns ihre ganzen Schlüssel und sagt, wenn ihr keine Lust mehr habt, dann meldet ihr euch einfach wieder. Also von daher sind wir immer wieder gerne in Island und versuchen das auch regelmäßig hinzukriegen. Ja, schön. Etwa 10 Minuten vom Hof entfernt steht eine Stutenherde mit Fohlen. Sollen wir erst die Stuten fangen und dann zum Schluss den jungen Hengst? Weil ich glaube, da braucht man ein bisschen für, bis wir den so auf Anhieb kriegen können. Ja. Der junge Hengst sollte die beiden Stuten decken. Ob das geklappt hat, wissen die Hassels erst in einigen Wochen. Jetzt im Herbst ist die Decksaison zu Ende und die Familie will Hengst und Stuten wieder trennen. Sie überwintern in unterschiedlichen Herden. Jonas ist Willibert Sohn aus erster Ehe und Juniorchef auf dem Hof. Er gehört zu den besten deutschen Islandpferdereitern.
Der war noch nicht so oft am Halfter und kennt das einfach noch nicht so. Der ist jetzt 2 Jahre alt. Und ja, da fehlt einfach so ein bisschen die Routine. Ne? Das sind ja dann quasi wilde Pferde und ja, die sind den Menschen einfach noch nicht so gewöhnt. Ne? Der Anhänger wirkt auf den jungen Hengst dunkel und gefährlich. Pferde nehmen Kontraste wesentlich stärker wahr als Menschen. Guck da, wo die anderen stehen. Die gehen jetzt mit da auf die Wiese, mit in die Herde da. Und dann treiben wir die alle runter. Genau, und wenn wir die dann zusammen haben, dann treiben wir die runter auf die Wiese da unten. Die beiden Stuten sind wieder bei ihrer Herde. Diese Weide ist abgefressen. Britta, Maxi und Jonas müssen die Herde nach nebenan treiben. Den Weg müssen sie einzäunen, damit sie die Herde zur neuen Weide treiben können. Hängst du da noch ein? So, kann's rollen. Britta ist gerade mal 10 Jahre älter als ihr Stiefsohn Jonas. Warte eben, stopp. Ehrlich gesagt, ich war da ja selber noch relativ jung und war vielleicht auch einfach noch ein bisschen naiv und habe mir da gar nicht so furchtbar viele Gedanken zugemacht. Und das war einfach dann irgendwann normal und wir sind da auch ganz normal mit umgegangen und das war für uns dann auch gar kein Problem. Wir sind halt auch Freunde eher, ne? Also als wie Mutter und Sohn sind wir natürlich irgendwie natürlich auch, aber eigentlich sind wir eher Freunde. Und ich glaube, wenn ich ihn nerve, dann sagt er, Mann, Mutti, du nervst. Aber nee, das ist schon, von Anfang an war das so super und unproblematisch. Für mich war es so, als wäre sie schon immer da gewesen. Das ist, also sie ist ja eigentlich auch schon ein bisschen länger da wie wir, wenn man das genau nehmen will. Und da gab es nie ein Problem. Als Britta hier reiten gelernt hat, gehörte der Birkenhof noch dem Vorbesitzer. 1997 übernahm Willibert den Hof, lernte dort Britta kennen. Und sie verliebten sich, trotz des Altersunterschieds. Auch wenn 20 Jahre sie trennen, sie sind sich als Paar sehr einig und auch bei der Arbeit sind sie ein eingespieltes Team. Bei einem der Pferde im Stall müssen Britta und Willibert eine Wurmkur machen. Also soll ich ihn rausholen? Ja, ja, ich hole ihn raus. Das sind deine Kollegen. Na, Kollege. Guck mal hier. Der ist echt total mutig, ne? Guck mal hier. Der Birkenhof lebt unter anderem von Reiterferien. Britta hat hier schon ganz früh als Aushilfe angefangen. Komm mal los. Ich bind den einfach kurz hier an. Dann. Britta hat sich dann entschlossen, bei mir zu bleiben. So einen Mensch an seiner Seite zu haben, der das mitlebt. Dachte ich eigentlich, gibt es gar nicht. Ne? Da muss man schon durch und durch Pferde lieben, das ganze Umfeld mögen. Und das ist schon sehr, sehr schwierig, da den richtigen Partner zu finden. Anfangs war es für Britta und Willibert als Paar nicht ganz einfach. Heute haben die beiden gemeinsam mit Sohn Jonas ein erfolgreiches Familien-Patchwork-Unternehmen aufgebaut. Guck mal hier, der leckt ihm die Hufe ab. Ja. Der putzt. Wie nach und nach jeder mitbekam, dass Britta an meiner Seite ist und wir beide zusammen sind. Britta war 18 Jahre. Das hat natürlich auch viel Aufruhr gebracht, ne, in unserem ganzen Bekanntenkreis, Freundeskreis, Kundenkreis. Aber wir sind da ganz offen und frei mit umgegangen. Wer mich gefragt hat, dem habe ich das so in aller Ruhe erklärt. Und Jonas war noch sehr klein, der war 7, 8 Jahre. Und muss ich sagen, erstaunlich, wie Britta einfach war die große Schwester, auch schon mal die Mutterersatz. Einfach wunderbar.
Ja, wir verstehen uns wirklich super und wir werden das oft gefragt, auch von Außenstehenden, die dann sagen, wie geht das denn, alle drei im selben Betrieb. Und wir haben natürlich auch einige Bekannte, wo das vielleicht nicht ganz so gut klappt, auch in anderen Branchen, die so ein bisschen Schwierigkeiten haben, wenn der Junior mit einsteigt. Aber es war immer sein großer Wunsch und ja, wir sind auch froh, dass er so mitmacht und dass er so hinter der Sache steht. Also wir wollen auf gar keinen Fall auf ihn verzichten. Noch ein Tag bis zum Land- und Lecker-Dinner. Zeit, den Hauptgang vorzubereiten. Das hier wird ein Hirschragout mit Rotweinsoße. Und wie das ja bei solchen Gerichten eigentlich immer ist, schmeckt es halt am nächsten Tag besonders gut, wenn es eine Nacht durchgezogen ist. Deswegen machen wir das jetzt heute schon und hoffen, dass es dann morgen perfekt ist. Das Hirschfleisch hat Maxis Mutter bei einem befreundeten Jäger besorgt. So, halben Liter. Willst du nicht einen Schluck mehr nehmen als einen halben Liter? Ja, aber guck mal, das ist schon eigentlich viel, oder? Ich würde noch einen Schluck reinschütten. Noch einen Schluck rein. Einfach einen kräftigen Schluck noch rein. Alles klar. Und jetzt den Pfirsichsaft und dann die Kräuter, ne? Genau. Gut. Boah, das riecht lecker. Warte mal, bis es gleich riecht, wenn das alles hier kocht. Lorbeerblätter und Piment verfeinern die Rotweinsoße. Rosmarin und Zwiebeln. Das Ragout. Ja. Jetzt kommen hier die unliebsamen Kerlchen. Mhm. Für Britta und Maxi ist es heute eine Premiere als Küchenteam. Also ich glaube, so richtig intensiv zusammen gekocht haben wir noch nicht. Nee. Mhm. Miteinander gegessen haben wir schon oft. Ja, ich hab's auch überlegt. Wir haben schon oft zusammen gegrillt. Ja, genau. Also ich koche sehr gern. Für mich ist es mehr so, muss halt sein. Und ich würde mich jetzt auch nicht als besonders gute Köchin bezeichnen. Wir werden alle satt, aber das hier kann ich jetzt auch. Also das können wir jetzt. Aber es gibt jetzt nicht jedes Mal Hirschragout. Ragout ist ein französischer Begriff und bedeutet so viel wie den Gaumen reizen. Und das will auch Britta mit ihrem Menü. Das Fleisch brät sie scharf an und würzt es mit Salz und Pfeffer. Jetzt schon? Ja. Irgendwann kommt der Moment, ja. Ja, okay. Die Soße hat eine halbe Stunde geköchelt und kommt nun zum Fleisch in die Pfanne. Das Rezept für das Ragout stammt aus Maxis Familie. Und in diesem Buch stehen die kulinarischen Familiengeheimnisse. Also 20 Minuten zugedeckt garen und dann hinterher Soßenbinder dran machen. Das ist von meiner Mama. Und zwar hat sie da so unsere Lieblingsgerichte alle zusammengefasst und mir das geschenkt, weil ich mir das mal irgendwann gewünscht habe. Ja, und da ist natürlich auch das Hirschragout drin, was wir heute zubereiten. Und da muss man immer noch mal nachlesen, ne, ob wir auch alles richtig machen. Ja, und aber bis jetzt sieht's gut aus. Mit einer Mischung aus Joghurt und Stärke dicken die Frauen das Ragout an. Wir können es morgen ja noch mal abschmecken, aber ich würde da entweder noch einen kleinen Schluck von dem Pfirsichsaft reintun oder vielleicht noch ein bisschen Zucker. Zeit für die Tischdekoration. Wir arbeiten uns von oben nach unten und von außen nach innen. Okay. Ha. Ich bin ja mehr so fürs Praktische, ne? Aber jetzt für Land und Lecker habe ich das natürlich ein bisschen geübt. Und mit der Maxi haben wir uns viele Gedanken gemacht, wie es am schönsten aussieht. Und ich hoffe, dass das so irgendwie klassisch schlicht irgendwie zu uns passt. Aber die Gabel müssen auf die andere Seite. Ach so, ich dachte, ja, ist doch nicht. Messer kommt ja immer nach rechts und genau, Gabel nach links. Hoffentlich benutzt die einer und hoffentlich weiß auch sofort jeder, wofür das ist. Ja. Dackel, Messer, Bänkchen.
die sind Brittas persönliches Deko-Highlight. Frische Blumen und ein wenig Glitzer vervollständigen das moderne Ambiente. Ich freue mich, dass jetzt losgeht. Schön, prima. Zum Schluss noch die Bewertungskarten. Maximal 10 Punkte kann jeder Gast pro Gang vergeben. Noch ist nicht Feierabend. Einige Kilometer entfernt steht eine weitere Herde mit Junghengsten. In regelmäßigen Abständen müssen Britta und Willibert nachschauen, ob mit den Tieren alles in Ordnung ist. Die jungen Hengste leben in einer Herde auf dieser großen Weide, fast ohne menschlichen Kontakt, bis zum vierten Lebensjahr. Erst dann reiten Britta oder Jonas sie ein. Entsprechend scheu sind die Tiere. Ein Lockvogel soll helfen. Ja, der Willi ist immer unser Freund, der immer mitfährt, für alles zu gebrauchen ist. Das ist so der Lockvogel, wenn mal irgendwo einer auf der Wiese ist. Der kommt also auch sofort hier mit an den Zaun. Also wenn die ein fremdes Pferd sehen, die freuen sich natürlich und vom Handling für uns viel einfacher. Wie dir ist entspannt, der nimmt noch schnell einen Happen zur Stärkung. Genau. Einmal haben wir ihn hier auch vergessen. Da hat jeder gedacht, du hattest den Video. Nein, du, nein, du. Und irgendwie ist er dann am Ende hier frei rumgelaufen und die Wiese ist ja wirklich endlos. Ich musste, glaube ich, nachher 20 Minuten zu Fuß gehen, um ihn wieder einzufangen. Ja. Musste er leider wieder mit nach Hause. Genau, die Stunde hat er genossen. Ja. Alle fit. Doch gut aus. Fit und neugierig. Hey, lass die Haare in Ruhe. Gibt doch wohl genug zu essen hier. Ja, du. Hä? Ja. Ein Islandpferd ist ein Robustpferd, das heißt, dass sie sehr gut dafür geeignet sind, das ganze Jahr über draußen zu leben. Und aus Island selber, wo sie herkommen, ist es natürlich auch so. Und wir haben, glaube ich, hier schon optimale Aufzuchtbedingungen, weil die Wiesen hier sind natürlich riesengroß, dass die Pferde einfach auch in großen Herden leben können. Und die sind vollkommen frei und haben einfach noch keine schlechte Erfahrung in ihrem Leben gemacht. Und ihr seht ja, die sind total aufgeschlossen und neugierig. Und das ist dann für uns später in der Ausbildung einfach eine ganz, ganz gute Sache, worauf wir dann aufbauen können. Ein langer Tag geht zu Ende. It's dinner time. Wolfgang Schiwi macht mit den 5 Landfrauen einen Abstecher zum Biggesee. Ein Ort im Sauerland, an dem man als Nordrhein-Westfale mal gewesen sein muss. Typisches sauerländisches Wetter, aber ja, wir sind ja wieder in netter Runde zusammen, von daher wird das heute ein schöner Tag. Das machen wir schon. So eine Schifffahrt ist immer so Urlaub, ne? Also was Neues an. Ist entschleunigt. Der Biggesee liegt mitten im Naturpark Ebbegebirge und wurde in den 60er Jahren als Wasserspeicher für das Ruhrgebiet aufgestaut. Ich glaube, dass es Fisch gibt. Ich weiß auch nicht warum, aber ich glaube, dass es Fisch gibt. Also wir haben jetzt ja schon verschiedene Gerichte gehabt. Vielleicht, also ich hätte auch gerne mal Hunger auf Wild. Ich
Wir machen jetzt schon mal den Spätzleteig. Ja. Und das geht eigentlich ganz einfach. Wir brauchen einfach nur hier dieses Mehl. Und Wasser dazu? Wasser da rein, genau. Direkt. Salzen und Eier. Ich mach mal einfach. Du machst mal einfach. Richtig. Auch die frisch gesammelten Eier kommen nun zum Einsatz. Ja, aber wir müssen es ja. Ich kann es einfach mixen. Ich fange mal klein an. Und schon wieder das Gefühl ist zu wenig Wasser, ne? Ja. Aber er ist nicht so fest wie beim letzten Mal. Ein Probekochen. Er hätte einen erschlagen können. Können wir den einfach. Also bei unserem ersten Versuch ist er so fest geworden, dass selbst der Jonas ihn nicht durch diese Presse drücken konnte. Und wir haben dann mit vereinten Kräften, ich glaube, für jeden so einen kleinen Klecks auf dem Teller irgendwie fabriziert. Geschmacklich war super. Hallo, guck mal. Guck mal, wie lange Ohren. Das sind aber Riesenesel. Die sind ja wirklich riesengroß. Oh, schön. Ah, links die Pferde. Oh, schau mal. Die letzten Meter für die Landfrauen. Jetzt erahnen sie, auf was für einem Hof sie heute zu Gast sind. Oh, der Arnold! Oh, der hat aber Angst. Ich kann ihn nicht sehen. Das Geheimnis um Britta ist gelüftet und der fünfte Dinnertag kann richtig beginnen. Erstmal herzlich willkommen bei uns auf dem Birkenhof. Endlich darf ich erzählen, was wir machen, nämlich Islandpferde. Und ja, das ist meine Familie und die Maxi, meine Küchenhilfe. Man hat schon so viel über die Familie und Freunde und so gehört. Man wusste sofort, wer wer ist, obwohl man ja eigentlich noch nie jemanden gesehen hatte. Und trotzdem konnte man direkt alle zuordnen und dann wird man sich schon länger kennen. War richtig schön, auch der Empfang. Und das ist natürlich Arnold, unser Herdenschutzhund, von dem ich euch schon so viel erzählt habe. Ja, dann schön, dass ihr da seid. Prost. Prost. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich bin total gespannt, was ihr uns heute Abend erzählt, was ihr heute hier erlebt habt. Ja? Okay, viel Spaß. Macht's gut. Tschüss. In der Küche kümmern sich Britta und Maxi zunächst um den Salat für den Hauptgang. Und du musst die Strünke auch rausmachen. Doch. Das schmeckt am besten. Nein, es schmeckt furchtbar, wenn man so ein Ding in den Mund hat. Aber bis wohin soll ich den denn abmachen? Naja, so. Und den jetzt wegschmeißen? Ja, den nehmen wir für die Hasen. Wir machen hier so einen Hasenhaufen. Den können, nehmen wir nachher manchmal mit hoch. Manchmal will ich gerne Hase. Das ist irgendwie ein bisschen ein Gefühl wie Weihnachten. Also man ist so in so einer freudigen Erwartung. Und ja, ich freue mich total und bin ein bisschen traurig, dass ich jetzt hier Salat rupfen muss, während die oben auf dem Hof einen tollen Rundgang machen und gleich mal reiten. Da wäre ich natürlich viel lieber dabei, aber okay, so ist es eben. Lass uns mal zu den Ziegen gehen. Ich mag das ganz gerne bei Leuten, die so, sag ich mal, mit ganz viel Liebe und Leidenschaft an ihren Beruf gehen. Und das macht er, das merkt man direkt, wenn man ihn sieht und wenn man sieht, wie er mit den Tieren umgeht. Die Tiere, die da auf dem Hof leben, ich glaube, die haben es alle gut. Zum Hof gehören auch ein paar Esel. Ich finde Esel einfach total toll und deshalb haben wir 4 Stück. Jetzt wollen wir die nächstes Jahr mal so ein bisschen oder über den Winter ein bisschen ausbilden, dass man die besser noch an der Hand führen kann. Kinder machen ja hier Reiterferien und da können die mitnehmen, vielleicht eine Packtasche drauf tun. Der eine oder andere kann sie mal draufsetzen. Ja. Das ist für die Kinder immer eine Attraktion. Ne? Britta und Maxi bereiten die Vorspeise zu. Das wird ein Avocado-Krevettensalat. Und der wird in diesen ausgehöhlten Avocados gleich serviert. Und deswegen muss das hübsch aussehen. Aber wir haben eine Ersatz-Avocado, falls mal was schief geht. Die aufgeschnittenen Avocados werden später mit Krevetten, Creme fraiche und Zwiebeln gefüllt.
Hier müssen wir jetzt in die Schalen auch noch Zitrone reinmachen. Die muss man schnell mit Zitronensaft beträufeln, damit die die Farbe halten. Sonst würden die Avocados schnell braun. Ah, super, keine kaputt gegangen. Perfekt, ne? Sehr gut. Diese Vorspeise hat eine große Tradition im Hause Hassel. Das ist unsere Weihnachtsvorspeise. Die essen wir schon seit Jahren immer zu Weihnachten. Und weil wir die total toll finden, und das macht ja auch so ein bisschen was her in dieser halben Avocadoschale, haben wir uns jetzt entschieden, dass wir das doch perfekt hier heute für unsere Land- und Lecker-Vorspeise nehmen könnten. Ich bin für Creme Fraiche zuständig und du für Salz und Pfeffer. Zufrieden? Mhm. Was verändern? Ich glaube nicht. Probier du mal, aber für mich wäre es gut. Mhm. Gut, oder? Mhm. Mhm. Junge, Junge, wir könnten ins Fernsehen, ne? So, wer möchte von euch reiten? Alle. Alle? Ja, schön. Das war die Therese. Dann. Genau. So, der Nächste. Wer ist der Nächste? Jetzt. Hübsch. Das Besondere an Islandpferden ist die Gangart Tölt, bei der immer ein Bein auf dem Boden ist. Das sorgt für eine besonders ruhige Sitzposition. Die strahlt über alle vier Backen und sagt, es ist einfach total toll, so bequem und angenehm zu sitzen auf einem Pferd und dann dieses Tempo zu reiten, ist einfach schön. Und die macht das echt ganz, ganz toll. Ist das nicht schön? Super. Ein bisschen mit der Zunge schnalzen, dann geht die ein bisschen schneller. Ich saß auf jeden Fall schon mal vorher auf dem Pferd, aber trotzdem auf dem Isländer. Und dann durfte ich ja auch noch tölten, das war schon was Besonderes. Reiten möchte ich es jetzt vielleicht nicht ganz nennen. Aber draufsitzen und geführt zu werden, war schon ein Erlebnis. Ich bin oben geblieben heute, das war brav, das Pony, alles gut. Die Einzige, die sich noch nicht aufs Pferd getraut hat, ist Claudia. Ich saß jetzt in meinem ganzen Leben noch nie auf dem Pferd. Ich habe da schon Respekt vor, ne? Also man hat ja keinen Halt mehr unter den Füßen und das... Das finde ich schon immer, wenn ich nicht so die Kontrolle habe, dann macht das schon so ein bisschen Angst, würde ich mal sagen. Ja. Ich würde schon sagen, es war so ein bisschen mehr als Respekt. Der Vorteil war, dass die diese Pferde ja nicht ganz so groß sind. Das hat es mir so ein bisschen genommen. Und die Unterstützung, die Britta da hat, die hat mir das auch gut erklärt, dass ich mich dann doch getraut habe. Aber als ich hier ankam und gesehen habe, dass sie die Pferde gesattelt haben, habe ich gedacht, auf gar keinen Fall setze ich mich auf so ein Pferd. Ne? Und ich habe es ja dann doch gemacht. Und jetzt ist es auch gut, dass ich es gemacht habe. Aber es wird jetzt nicht mein neues Hobby. Ja. Ganz klasse. Oh Mann, da bin ich ja stolz auf dich. Ich auch auf mich. Super. Hast du gut gemacht. Dankeschön. Ja, da hast du was zu erzählen zu Hause. Hast du auch gut gemacht, ja. Genau. Super. Zum Essen hier in unserem Raum. So, bitteschön. Dankeschön. Herzlich willkommen. Der Dinnerraum war modern eingerichtet. Das passte auch zu dem Ganzen, zu dem Geschirr. Das Ganze drumherum war stimmig. Also es passte auch zu Britta. Wenn man in den Raum reinkommt, denkt man, ja,
das ist jetzt Dinnerraum Britta. Das ist halt einfach so. Und das muss ich sagen, das habe ich jetzt bei den anderen auch jedes Mal gedacht. Weil der Dinnerraum halt einfach so ist, wie die Frauen halt auch sind. Guck mal, meinst du so oder ist es zu voll oder ist es richtig? Oder? Nee, ist gut. Zum Avocado-Krevettensalat reichen Maxi und Britta Toastbrot. Okay. Jetzt nicht drauf gucken, Britta, sondern geradeaus gucken. Dann verschüttet man nichts. Okay. Ja, finde ich auch. Dann lasst euch schmecken. Also das ist ein Avocadosalat mit Krevetten. Und ja, guten Appetit. Wenn ich mal ganz dumm fragen darf, was sind Krevetten? Ja, sowas wie Krabben. Also, Krabben. Ja, genau. Ja, super. Mhm. Vorspeise fand ich nicht schlecht, aber ich bin nach wie vor kein Avocado-Freund. Das ist aber halt einfach Geschmackssache. Habe ich jetzt halt gegessen, war in Ordnung, aber ist halt auch speziell. Ich habe mir schon gedacht, dass die Britta was Besonderes macht und das war was Besonderes. Also das war auch so, sag ich mal, eine ganz moderne Küche und das gefällt mir gut. Ich mag total gerne Avocado und Salat und sowas und deswegen war genau mein Geschmack. Oh, Maxi, erste Runde geschafft. Wie war's denn? Guck mal, alles aufgegessen. Sieht erstmal super aus. Die haben auch gesagt, es wäre sehr lecker gewesen. Ja? Ich hoffe, dass sie das nicht nur so gesagt haben. Hoffentlich geht das so weiter. Beim Probekochen war der Spätzleteig die größte Hürde. Und diesmal? Klappt super mit dem Spätzle. Teig perfekt. Das Fleisch muss gleich richtig heiß sein. Wir haben schon die Teller im Backofen. Also gleich muss hier rubbel die Katz gehen. So, da rein. Deckel hier. Ruf damit. Okay, und jetzt geht's aber schnell. Das Hirschragout müssen die beiden nur noch erwärmen. Passend zum Wild gibt es außerdem Pfirsiche und Preiselbeeren. Ich bin froh, dass wir keine Strünke da drin haben. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, irgendwie, weil wir haben das alles perfekt ist und jetzt ist es soweit und so, aber ich freue mich. So, wer nimmt die ersten zwei? Du, oder? Nee, der Jonas. Genau. Gerade eine Hitzewelle. Ja, mir ist auch total warm. Post. Hallo. Ich hoffe, ihr habt wieder Hunger. Nichts gewonnen. Achtung, Teller richtig heiß. Dankeschön. Dann lasst es euch schmecken. Das ist Hirschragout mit selbstgemachten Spätzle. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Danke. Das ist auch unser Weihnachtsessen. Weihnachten vorverlegt. Genau. Das ist ja das Aufregendste, ne? Das jetzt selber zu essen und zu denken, oh Gott, hoffentlich mögen es alle. Schon sehr eigener Geschmack, ne? Also ich finde es lecker. Kräftig. Aber kräftig, ja. Ich hatte gehofft oder gedacht, es gibt Wild, weil ich finde, es passt zum Sauerland, dass es vielleicht ein Wild gibt. Die Spätzle waren top, der Salat war top, das Gulasch war auch gut, nur diesen Wildgeschmack. Das ist einfach nicht so meins. Das Fleisch war auch eigentlich ganz lecker. Und ja, es war halt an manchen Stellen, aber sie sagte irgendwie, sie hätte das ja gestern schon mal vorgekocht und heute dann im Backofen warm. Und das hat, glaube ich, ein bisschen trocken geworden. Der letzte Gang im vorletzten Dinner. Brittas Cantuccini-Dessert. Ich bin ja so ein Nachtischfreak. Von daher ist natürlich der Nachtisch mein Lieblingsgang. Aber ich
war mit den anderen auch echt zufrieden. Den Joghurt süßt Britta mit Ahornsirup. Säuerliche Beeren sollen einen spritzigen Kontrast dazu geben. Ach, das sieht ja schön aus. Wir machen jetzt gleich den Deckel zu und dann binden wir den Löffel da dran an. Und ich glaube, das sieht dann auch irgendwie ein bisschen netter aus als ein ganz normales Dessertschälchen. So. Du musst es auf die andere Seite machen. Ach, danke. Passiert schon mal. Zum Dessert gibt's einen Kir Royal. Johannisbeerlikör mit Sekt. Ein Klassiker unter den Cocktails. Oh, das sieht ja schon aus. Letzte Runde. Oh. Getränkemäßig meinst du es heute auch gut mit uns? Ja, unbedingt. Das ist nämlich jetzt Kir Royal mit Cantuccini-Dessert. Und das muss man jetzt wirklich von unten nach oben essen. Deswegen gibt es ja auch den langen Löffel. Also ihr müsst wirklich bis nach unten. Sehr cool mit diesen Gläsern. Das war ja lange, lange Thema. Da haben wir uns schon ein paar Mal im Bus drüber unterhalten, wie sie denn ihren Nachtisch verpackt. Aber die waren ja total cool. Diese Weggläser mit diesem, ich glaube, Danke stand überall gleich drauf. Und wie sie das angerichtet hat, also das fand ich schon sehr gut und sehr gelungen. War auch sehr lecker. Das schmeckt total gut. Sehr lecker und auch eine spritzige Angelegenheit. Der Nachtisch war echt das Highlight vom ganzen Menü. Das war richtig, richtig gut. Maxi! Fertig! Bist du? Fertig! Und? Ja, ich glaube, es war gut. Oh, ich war erleichtert. Gott sei Dank. Oh, war der Nachtisch? Super. Ja? Ja, der war wirklich super. Ja? So wenn es einem nicht geschmeckt hätte, hätte ich den Rest gegessen. Ich bin ganz zufrieden. Also hat ja echt wirklich alles ganz gut geklappt. Ich bin mal gespannt, was die Mädels jetzt am Ende, wie sie es so bewerten natürlich. Aber mir hat es auf jeden Fall ganz viel Spaß gemacht und ich hatte irgendwie super tollen Tag und war super unterstützt von allen. Von daher erstmal alles super. 10 Punkte können die Frauen für jeden Gang maximal vergeben. Wer hat am Ende die Nase vorn? Ich bin eigentlich fast sicher, dass Rita das gewinnt, weil das fand ich einfach unglaublich toll. Also dieser Flammenlachs und mit dieser Outdoor-Küche und alles frisch. Ich weiß nicht, ob es den jetzt Geschmack von allen getroffen hat, aber für mich persönlich war jetzt Claudias Essen wirklich super Highlight. Aber ich weiß ja noch nicht, was Theresa kocht. Vielleicht übertrifft die alle und... Also von ihrem Auftreten, da habe ich so das Gefühl, dass die noch so richtig einen raushaut. Mit 124 Punkten landet Britta vorerst auf dem 4. Platz.